Verkäuferinformationen oder optionale Informationen zu einem Artikel für einen Verkäufer können im Artikelstamm in der Karteikarte Verkäuferinfos hinterlegt werden. Vielleicht gleich zu Anfang mit einem praktischen Beispiel. Wann brauche ich das oder für was ist es gut? Ganz einfach. Wenn Sie irgendwo ein paar Schuhe kaufen, werden Sie vielleicht oftmals gefragt, brauchen Sie Imprägnierspray dazu, brauchen Sie ein paar Schnürsenkel dazu, wie auch immer. Wann macht es Sinn? Ganz einfach, wenn ich vielleicht nicht ganz so oder wenn Sie nicht ganz so erfahrene Verkäufer haben, neue Verkäufer haben oder einfach sagen wollen, ich will ganz, ganz bewusst diese Informationen am Display anzeigen, damit es der Verkäufer sieht und den Kunden darauf aufmerksam macht, damit er das dem Kunden noch anbietet. Denn oftmals gilt ja das Prinzip der Masse. Das heißt, wenn ich einmal frage, Kunde, brauchst du Schnürsenkel, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch nur einmal, dass der Kunde ja oder nein sagt. Also die ist relativ gering. Frage ich hingegen 100 Leute, brauchen sie noch ein paar Schnürsenkel, ist die Wahrscheinlichkeit ums Hundertfache gestiegen, dass einer sagt, ja, brauche ich. Somit haben sie mehr Umsatz. So, diese Informationen zu einem Artikel können Sie in der Benutzerkontenverwaltung Administration, Systemeinstellungen, also Rechtevergabe, hinterlegen. Hier haben wir bei Max Mustermann in der Kasse diese Option deaktiviert. Bei der Müller Sabine haben wir die Option aktiviert. Ja, Verkaufsinformationen für Artikel anzeigen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir sind hier als Max Mustermann angemeldet und verkaufen unseren Artikel. Ich nehme jetzt einfach einen Scanner, weil das schneller geht. Scan ein. So, und der Artikel ist drin. Jetzt ist ja auch richtig, weil der Max Mustermann soll diese Informationen ja nicht angezeigt bekommen. Mache ich jetzt einen Verkäuferwechsel und sage, jetzt kassiert die Müller Sabine und scanne jetzt ein, dann wird jetzt genau diese Information angezeigt, die Sie im Artikelstamm hinterlegt haben. Jetzt könnte sagen, das war relativ kurz. Ja, in den Systemeinstellungen in Wabi Profi 3, in der Karteikarte Kasse, Verhalten und Optik, können Sie die Dauer anzeigen. Dauerzusatzinformationen für Verkäufer. Da 3000 Millisekunden, das ist 3 Sekunden, wenn Sie sagen jetzt, was weiß ich, 10.000, okay, und speichere das Ganze jetzt und verkaufe den ganzen Artikel jetzt nochmal. Gib ein und jetzt kann der Verkäufer das lesen, ah, Kunde, brauchen Sie noch Schnürsenkel, na, würde jetzt dazu passen. Und nach 10 Sekunden verschwindet das Fenster von selbst, wenn der Verkäufer nicht entweder Escape oder schließen oder auf Schließen klickt. Ja, das war schon mit den Zusatzinformationen. Ist eine coole Geschichte und nicht zu unterschätzen.